Ja, herzlich willkommen bei Wer wird Cloud.com. Heute möchte ich euch ein kleines Stück Technik vorstellen, was aber wirklich super ist. Ich hatte das erste Video von Imeo dazu gesehen und war von Anfang an begeistert. Das sah so aus, als würde es gut funktionieren, wie so oft bei ihm. Und habe ihn jetzt erhalten, den GigiTS-Adapter. Im Endeffekt habe ich mir sonst immer mit so einem leichten 510er geholfen, in so einer Extralänge. Und das Besondere bei der GigiTS ist ja im Endeffekt, man hat einmal den verstellbaren Pol hier, dann hat man den Collectors-Tank und muss dann, um die Luftregulierung vom Collectors-Tank zu benutzen, und das ist auch der erste Akkuträger gewesen, der damals das besessen hat. Es gibt ja einige mittlerweile, die das auch implementieren, aber sowohl der Tank wie auch die Luftregulierung war damals die absolute Innovation. Und man muss dann zum Beispiel beim Odysseus eine extra Base haben, eine GGTS-Base, die sich von den 510ern her unterscheidet. Mit einem extra Gewinde und einem langen Pol kann die dann ja auf die GGTS schrauben. Hat einmal zusätzlich hier den Vorteil vom Tank. Da das Gerät aber nicht sifft, ist es für dieses Gerät nicht so wichtig. Es gibt ja noch andere Geräte, die den Collectors-Tank der UFS dann auch verwenden können. Hier kommt es dann auf die Luftregulierung drauf an und die kann man hier mit der Rändelschraube sich einstellen und an der Seite sind dann vier Löcher für die Luftzufuhr und die werden praktisch in dem Ring hier ist ein O-Ring drinne und der sorgt dann für die Regulierung. So, nun hat man natürlich das Problem. Es gibt zusätzlich eine Lid dazu. Wenn man die aufschraubt, kann man zwar immer noch 510er, hier drinnen ist ja ein 510er 801 und ein 901 Adapter extra mit bei, so dass man alle drei Formate benutzen kann. Aber zusätzlich bin ich sogar der Meinung, das ist auch der erste Akkuträger, der einen verstellbaren Pluspol hatte. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ich will den mal eben reindrücken. Man nimmt dann einen 510er, schraubt den hier ein. Hat dann die Lid, die man oben drauf setzt. Da ist innen ein O-Ring, der den 510er abschließt. Und man kann dann 510er dampfen mit Luftregulierung. Auch das war einfach eine super Innovation. Aber das Problem ist, dass wenn man jetzt einen normalen Verdampfer hat, der mit der Luftzuführung von unten funktioniert. Also erstmal kriegt man nichts oben raufgeschraubt, weil hier natürlich die Verbindung fehlt. Das habe ich mit einem 510er überbrückt. Und jetzt gibt es dieses hier. Das ist der kleine GGTS-Adapter. Besteht aus zwei Teilen und zwei O-Ringen. Das hier ist der Pin. Die obere große Seite, das ist die, die nachher nach oben zeigt. Und dann gibt es noch die kleine untere Seite, die zeigt nach unten, wenn man ihn einsetzt. Der ist durch die O-Ringe, wenn man ihn einsetzt, flexibel. Genauso flexibel wie der Pluspol von der GGTS, sonst würde das Ganze auch nicht funktionieren. Man kann ihn mit leichtem Druck von oben nach unten rausdrücken. Und umgekehrt dann natürlich auch wieder reinsetzen. Da passiert auch nichts mit den O-Ringen. Denn bei der GGTS muss man ja ein bisschen aufpassen mit dem Mittelpol.
Ja, sitzt doch schon ein bisschen fester. Der Pin selbst ist ein Brass-Pin und durch ein Video von, ich kann seinen Namen jetzt nicht aussprechen, das ist ein griechischer Dampfer, der hat in Erfahrung gebracht, und ich weiß nicht, warum es nicht dabei steht, dass das goldplated sein soll, was ich dann natürlich richtig klasse finde, weil wegen der Luftfeuchtigkeit hier natürlich ziemlich oft die Messing-Sachen anlaufen. Können wir es uns mal kurz zeigen. Das ist dann natürlich nicht so schön, da muss man ständig nachpolieren, um einen guten Kontakt zu haben. Meine GGTS hat noch einen Metallpin, also keinen Brasspin, den gibt es aber mittlerweile als Ersatz für Brass, da muss ich irgendwie mal ein bisschen zugreifen. So, das Gute an dem GGTS-Adapter ist, dass er unten Aussparung hat und er ist auch ein bisschen größer. So, dass wenn man ihn hier raufschraubt, hier sind vier Löcher für den 510er Anschluss für die Luftzufuhr. Was jetzt hier leider nicht ganz übereinstimmt, sind die Aussparungen vom Adapter zu den vier Löchern in dem 510er Anschluss. Allerdings ist er unten ein bisschen weiter und gewährleistet dadurch trotzdem die Luftzufuhr. Würde er jetzt ganz genau übereinstimmen, dann hätte man einen noch leichteren Zug. Das ist hier leider nicht der Fall. Das ist, glaube ich, auch immer wieder schwer, wenn verschiedene Versionen von Geräten unterwegs sind und die Gewinde einfach manchmal ein bisschen anders gedreht werden, dann kann das einfach mal sein, dass es nicht übereinstimmt. Das tut dem Ganzen hier aber keinen Abbruch, weil das, was am leichten Zug übrig bleibt, mir als Liebhaber für leichten Zug komplett reicht. Das heißt, das ist schon ein leichter Zug. Man kann aber unten ein bisschen mit Schmirgelpapier abschleifen, so dass man eventuell die Viertelumdrehung, also bei mir sind das, glaube ich, nicht ganz 2 mm, die er so ein bisschen daneben trifft. Aber bei mir sind die Aussparungen schon sehr dicht an den Bohrlöchern dran. Damit habe ich einigermaßen Glück gehabt. So, man setzt ihn dann auf, schraubt den Collectors-Tank wieder drauf. Und natürlich auch Delete, weil jetzt kann man die GGTS-Base nicht mehr verwenden. Dafür ist er dann ja auch nicht da. Er soll die ja ersetzen. Und kann dann praktisch, ich habe hier jetzt den Nautilus einmal, den draufschrauben. Und brauche keine GGTS-Base. Ich habe auch eine Version 1 Odysseus Base, da komme ich aber gleich nochmal zu, warum es im Endeffekt ziemlich wichtig ist, dass man eine Version 1 hat. Wenn man jetzt die Luftregulierung ganz zumacht, kann ich auch nicht mitziehen, kann praktisch ohne GGTS Base hier sehr schön die Luftregulierung benutzen. Was hier sehr schön ist, ich hatte jetzt gerade gesehen, bei mir war der Mittelpin, also der Mittelpol von dem Adapter ganz weit nach oben, habe dann einfach den Nautilus draufgeschraubt, der drückt ihn dann durch die beiden O-Ringe, durch das Variable ein bisschen nach unten, schraubt dann die GGTS, das Teleskop, zu und er drückt dann praktisch den variablen Pin der GGTS nach oben gegen den Pol und so entsteht dann auch der Kontakt. Also wirklich wieder ein super durchdachtes System. Für mich bis jetzt keinerlei Probleme. Ich habe den vor einigen Tagen erhalten, habe den jetzt jeden Tag mehrmals gedampft und auch ein bisschen getestet. Hier mal ein ganz großes Dankeschön an Carsten, der dafür gesorgt hat, dass das hier aufs Island gekommen ist, dass der Adapter hier auf dem Island gelandet ist. Funktioniert einwandfrei. Wirklich super. Ja, wenn ich jetzt habe meist die Luftregulierung ganz offen,
Zugwiderstand ist ein bisschen vorhanden, aber ich bin der Meinung, dadurch, dass die Löcher bei mir fast übereinstimmen, habe ich keine große Einbuße. Und im Vergleich mit dem Odysseus mit der GGTS Base ist das nur etwas mehr Zugwiderstand. Was jetzt aber tatsächlich ein bisschen schade ist, wer den Odysseus in der Version 2 erhalten hat, der hat unten die beiden Luftführungsschlitze passend zu den Löchern. Hier nochmal zum Vergleich die Version 1. Und nun kann man schon erahnen, was passieren wird. Ich kann den jetzt nicht befeuern, weil ich hier jetzt gerade 8 Volt, glaube ich, noch drauf habe von den Akkus. Die sind ziemlich frisch geladen und das ist mit 2 Ohm gewickelter Verdampfer. Aber da kommt das auch nicht drauf an. Ich mache jetzt die Luftregulierung komplett zu. Und wie man hört, er zieht Luft. Das liegt an den Aussparungen, die ja dazu da sind, dass wenn man den Odysseus Version 2 auf den Akkuträger schraubt, der keine Luftführungslöcher hat, wie jetzt zum Beispiel hier, dann sorgt das natürlich dafür, dass man Luftfluss hat. Hier hat man jetzt leider auch den Luftfluss und somit kann ich zwar die Luftregulierung noch verwenden, aber sie ist ein bisschen eingeschränkt. Was natürlich bedeutet, wenn man sowieso mit offener Luftregulierung dampft und dem Ganzen wiederum keinen Abbruch tut, weil ich einmal von oben und auch unten von der Luftregulierung, von der Öffnung hier, dann einen kompletten Durchfluss habe und mir das dann gefällt. Insofern ist es in Ordnung, wenn aber jemand jetzt die Luftregulierung dazu nutzen möchte, um einen wirklich starken Gegenzug zu haben, dann wird er ein Problem haben oder er muss im Endeffekt die Luftregulierung ganz zudrehen und bezieht dann von oben die Luft, aber das ist dann keine Luftregulierung mehr in dem Sinne, weil dann kann ich auch einen normalen Akkuträger nehmen. Das ist im Endeffekt nicht wirklich ein großes Manko. Ich muss sagen, ich bin von dem Teil wirklich begeistert. Er erfüllt genau das, was ich erwartet habe, ist sehr gut verarbeitet. Ja, so wie man es eigentlich sonst auch von Golden Week gewöhnt ist. Habe ich noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Das mit dem Goldplated, wie gesagt, habe ich jetzt nur gehört. Ich bin der Meinung, ich konnte da jetzt auch nicht wirklich was zu auf der Seite lesen. Ich hätte nochmal nachgucken können. Vielleicht tue ich das nachher nochmal. Wenn man schon sowas Gutes macht wie Brass vergoldet, sollte man das eigentlich auch in die Produktbeschreibung mit einfügen. Denn das ist ja ohne weiteres ein echter Vorteil. Lassen wir mal Verkaufsargument weg. Das muss GG sowieso immer nicht machen. Ja, seid ihr gerade dabei, mit dem Rauchen aufzuhören? Wünsche ich euch wie immer viel, viel Glück und Spaß dabei und an alle Dampfer. Gut Dampf.